Los geht's mit dem dritten Katalog. Exklusive Speisen. Ein Holzkochlöffel, Marshmallows und Trockeneiswürfel. Oh, wir können ganz schön viel Zeug jetzt gerade schon kaufen. Oh. Kannst dich. Warte mal. Oh, das kann man sogar erweitern. Machen wir das gleich mal. So, das ist jetzt das dritte von 7 Büchern. Wir werden immer noch alles verbrennen und ganz viel verbrennen und alles ganz kaputt machen. Gefriere. Ja, ist ja richtig. Nein, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ich wollte das anzünden. Mein Gott, warum? Naja, egal. Oh! Hält dein Kamin dich warm? Weißt du, was noch gemütlicher ist als ein prasselndes Feuer? Eine Umarmung. Anbei ein Gutschein für eine Gratis-Umarmung. Du wirst sie eines Tages vielleicht brauchen. Liebe Miss Nancy. Yeah, ich habe einen Umarmungsgutschein gekriegt. Den verbrenne ich. Ah, der darf nicht einfrieren. Was Besonderes, hier muss man verbrennen. Kann man sein, dass diese Eiswürfel gar nicht mehr los wird? Oh doch. Die Sachen jetzt für immer eingefroren. Oh ne, es geht. Sieht man mal wieder, wie brutal dieses Spiel ist. So. Nee, ist noch etwas zu teuer. So, dann nehmen wir mal den Kugelfisch, das zerbrechliche Porzellan und die begeisternden Käfer und die Zähne und Mais-Frühstücksmüsli. Naja, okay. Das kann uns so schieben. Holzlöffel, jetzt mit mehr Splittern für verbesserte Züchtigen. Ja, okay. Marshmallows, gemacht aus süßen Wolken. Gewinner des Kentucky Derby. Trockeneiswürfel, perfekt für praktische Scherze und Kryotechnik. Keine Pyrotechnik, aber naja, egal. Wurstkette, man kann ohne Fleisch kein Wurstfest veranstalten. Gut kombiniert. Kugelfisch. Mir fällt kein Grund ein, warum du ihn nicht in den Mund nehmen solltest. Weil er Stacheln hat. Diese Infotexte, die ergeben eigentlich so gut wie immer gar keinen Sinn. Fügt jeder Abendeinladung oder hitzige Diskussion ein dramatisches Flair hinzu. Ja, egal. Begeisternde Käfer. Wenn sie zu Pulver zerrieben werden, kann man aus ihnen herrliche Farben herstellen. Macht nicht so Farben, wenn man ihn anzünden will. Zehn und Mais Frühstücksmüsli. Aber wer würde sich denn bitte solche. Hier schon solche vergammelten Zähne. Das ist echt eine gute Werbung für so ein Müsli. Endlich der köstliche Geschmack von Mais und Zähnen? Wie das ist Müsli mit Zähnengeschmack. Lecker. In einem fantastischen Müsli vereint. Discount Sushi. In Kombination mit einem netten Karton voll Wein einfach unschlagbar. So, erstmal wieder alles hier verbrennen. Erstmal alles freischalten und dann machen wir die Kombination. Ja, sollte das nicht Müsli sein? Das ist. Da sind ja wirklich Zähne drin. Mein Gott, dieses Spiel ist echt nicht normal. Yay! So ist das jetzt nehmen. Jetzt das wird ja wirklich, das verändert sich ja wirklich. Das ist ja cool. Machen wir uns mal schönes Sushi. Blau und rot. Yeah. Was ist mit denen jetzt? Oh, tödlicher Fisch. Das war doch schon mal nicht schlecht. Schon unbewusst Kombos machen, das ist nie verkehrt. Hallo Nachbar. Bist du noch da? Du liest all meine Briefe aufmerksam durch, oder? Du überfliegst sie nicht nur und verbrennst sie dann, oder? Eines Tages werde ich etwas wirklich Wichtiges sagen. Pest, ich habe dir etwas bestellt. Bist du bereit? Es kommt heute durch deinen Kamin. Vorhänge? Fackeln die nicht ab? Da sieht man mal, wie dieses Spiel echt teilweise ziemlich unrealistisch ist. Na, jetzt kann ich mir leicht durchlesen. Future Fizz. Spielzeugkammerjäger.
Zeit für einen Kaffee. My Life Crisis Damper. Im Brief lesen. Gefallen dir deine neuen Vorhänge? Sind so wunderhübsch. Es gibt nichts Besseres als ein gut dekoriertes Zuhause. Aber mach dir keine Sorgen. Sie sind feuerfest. Ach, so realistisch, unrealistisch ist das Spiel gar nicht. In Liebe, Sugar Plumps. Okay, warum hat sie mir Vorhänge geschickt? Ich meine, was soll. Was. Wenn's hell wird, soll man das zumachen oder was? Wofür braucht man denn bitte Vorhänge in einem Kamin? Naja, ist ja auch egal. Nur mal ein bisschen hier frische Limonade. Oh. Das war alles. Ey. Was macht der jetzt? Egal, alles reinschmeißen. Yay. Ist das irgendwie. Flüssige Diät-Kombo. Ich mache hier schon die ganzen Kombinationen, ohne dass ich das wirklich will. Aber naja, schadet ja nicht. Eierpackung. Geheimnisvolle Wirkstoffe. Heuschreckeneier. Und Magic Mushrooms. Also, wo waren wir? Hier. Future Fizz. Es fühlt sich großartig an, solange du nicht aufhörst, es zu trinken. Sucht mit dir werden. So. Schlimm. Spielzeugkammerjäger. Schützt deine Ernte. Nur durch natürliche Mittel. Wie Napalm. Ja, das sind natürlich natürliche Mittel. Gleich schon. My Life Crisis Dämpfer. Trinke 2 Liter vor dem Schlafengehen, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Da wird man noch nicht abhängig von. Eierpackung. Genetisch modifizierte Freilandhühner. Produziert die farbigsten Eier. Warum sollte man denn bitte genetisch verändern, damit sie die andere Farbe kriegen? Es wäre doch viel cooler, wenn die eckig wären oder so. Geheimnisvolle Wirtshaus. Das Horst de Veur bei dem nächsten Maskenball. Heuschreckeneier für den verwegenen Feinschmecker. Magic Mushrooms erzeugen Freude an dunklen und feuchten Orten. So. Das. Egal. Ich frage mich, wie die Spinnen hier. Warum die Spinnen hier mal reinkommen. So. Und verbreite mal Freude. Cool. Kommen da jetzt wieder welche raus? Nö. Ja, sind ja voll nicht magic. Ich hab einen Käfer gesehen. Ah, Gag. Hey, schickst du mir? Wag, schick mir einen Kammerjäger. Okay, danke. Machen wir das nochmal. Ja, freundlicher Nachbar. So, ja, die genetischen veränderten Eier. Das brechen schon sofort. Und noch ein paar Heuschreckeneier. Und. Ne, ich kann ja nicht verbrennen. Brennen! Ja, die Heuschrecken sehen aus, wie sie fliegen. Na naja, egal. Den Toaster! Super Entsafter 4000. Und darauf mehr, da können wir uns nicht leisten. Die beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Das geschnittene Brot war eine Erfindung. Messer in der Hand, schneiden. Das machst du schon Erfindung mit, also das ist unglaublich. Super Entsafter 4000 entsaftet alle Haushaltsgegenstände für einen gesunden Snack. Wie? Haushaltsgeräte? Du hast dann Staubsauger rein und kriegst dann einen schönen Saft raus. Hört sich ja lecker an. Jetzt erstmal hier ein Kammerjäger. Und werd fertig. Dann machen wir erstmal unser Toast fertig. Und dann Tote. Muss mal rein. Nein, das Spiel ist gar nicht brutal. Danke für den Kammerjäger erst. Perfekt. Fertig, Kammerjäger. Hol dir den Käfer. 1, 2, 3. Ja, das ist voll extrem. Was macht die denn da drüben? Der macht doch nur Feuer. Ups, daneben. Oh, das ist der kleine. Oh, da ist der kleine Käfer. Komm her, kleiner Käferkumpel. Okay, wir sind jetzt Freunde. Ah, er hat mich lieb. Schmatz. Ach, wie süß, er hat ein Ei gelegt. Okay, du kannst es haben. Dann mach ich mir einen leckeren Käferfreund Eierdrink. Ah! Naja, dann halt nicht. Ich krieg da gar keinen Saft raus. Ja, machen wir erstmal unseren Toaster hier fertig.
leckeren Toastersaft. Naja. Okay, dann kommt noch ein Rauchmelder. Ich brauch den sogar Safter nicht. Ich mag den nicht. Tja, das war's dann wohl. So. Ein Rauchmelder. Oh mein Gott, was soll er jetzt bringen? Wo ist denn da eine Sprengkleinlage? Wer baut denn bitte eine Sprengkleinlage in den Kamin rein? Naja, okay. Wichtige Wettermeldung. Die Wettervorhersage sagt. Pfiwi. Rauche ich mit Gurk. Rauche ich mit einer Chance auf dicke Gurk-Schneuz. Haha, Gurk. Kaminrauch. Und Rauchwolken. Soweit das Auge reicht. Hey, Gurk. Ach, das ist. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Gurkstadt. Der Wettermann. Los, der Schneider in den Brief. Ja, ist das noch gar nicht fertig verbrannt? Muss das nochmal richtig anzünden. So, muss ja auch warm. So, fangen wir mit der Kombination an. Katzenfisch. Soll das der Fisch sein? Katz. Achso. Wir haben hier so eine Katze. Kätzchen, Kätzchen, Pupu, schafft hier. Was steht noch zum Feuer? Ja, ja. Wenn er nicht mehr aufhört zu piepsen, nehmen wir einfach die Batterien raus. Wie es brennt, das überall ist Qualm und du nimmst die Batterie aus dem Rauchmelder. Das ist gut. Bären Porzellanladen. Haben wir ja nicht auch schon den Bären gehabt? Ja, da. Viele Bär. Und dann wird das hier der Porzellanladen sein. Essgeschirr. Essgeschirr. Nee, okay, machen wir erstmal hier das Zeug. Lass mal das Seite hier wegräumen. Das Kätzchen drunter. Katzenfisch-Kombo! Und das zerbrechliche Gefühle Bär. Ah, nee. Bär im Porzellan. Genau, so ist es. So, kassieren und Essgeschirr oder Cornflakes. Oder so. Machen wir erstmal Cornflakes. Ja, nicht? Wenn man die Cornflakes, ich glaube, ich weiß, das ist also, wenn man die Cornflakes und da war ja genau Mais war da drin. Dann nehmen wir einfach hier nochmal Mais. Ja, wie hieß denn das? Cornflakes, ja. Ja, doch, doch, das wird schon passen. So, ich frage mich nur, was Essgeschirr sein soll. Was könnte denn Essgeschirr sein? Hm. Komisch. Essgeschirr, also wir werden auf jeden Fall erstmal hier das Porzellanzeug haben müssen. Was ist denn dazu? Hm. Vielleicht zum Marshmallow? Egal, hier nochmal das und Käfer und keine Käfer. Aber können wir ja erweitern. Und dann kaufen wir uns dann den Kamerier. Ach ne, Käfer weiter. Oh, Mann! So, erstmal hier unser tolles Frühstückskiller-Müsli mit Zähnen drin. Und die Käfer. Jetzt können wir rüber. Ich finde das voll cool, dass es die Farbe wechselt. Cornflakes-Kombo. Das war jetzt auch nicht allzu schwer. Ich frage mich, was dieses Essgeschirr sein soll. So weit ohne, was das fertig ist. Und was haben wir noch? Wach auf. Das würde ich einfach sagen, hier so. Kaffee macht ja wach. Der Wecker. Der Wecker. Jetzt müssen wir mal. So. Zünden wir erstmal an. So. Ja, Käfer vor. Was passiert, wenn man die mischt? So, den Kochlöffel. Ja, es hat ja zwei Dimensionen. Also zwei. Hä? Hier war es ja noch davor. Egal, Marshmallows drauf.
Teller noch und noch mehr Marshmallows. Ich muss überlegen, das ist ein Kinderspielzeug. Der Kochlöffel? Ah. Gut. Egal. So, den Wecker wollten wir kaufen. Genau. Eiskaffee, dann machen wir nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das so kombinieren kann. Das war ja hier Eis. Ob man jetzt so mit einem Kaffee zwei Kombinationen machen kann. Naja, man kann es ja mal ausprobieren. Der Osterhase. Naja, das wird ja aber nicht so schwer sein. Nee, den Psychohasen. Und die die Eier hier. Also bis jetzt war es eigentlich noch so auf diesem Essgeschirr relativ leicht. So, nehmen wir auf Wasser, wenn die einfrieren. Ich glaube, dann geht's nicht mehr. Ja. Bleib stehen. Mist. Wenn ich zu der Gegend komme. Ja, wo ist man das? Das schmilzt ja auch so. Nein! Das kann ich. Oh, dann noch schnell das. Ja, ja, das geht. Das ist gut. Dann will ich nicht mal so viel kaufen. Schnell, wir müssen das löschen. Das geht ja wirklich. Ah! So. Dann die Osterhasen-Kombo. Ich möchte aber nicht gern. Nee, ich sag's lieber nicht. So gern Eier vom Muster von diesem Hasen haben. So, Insektennest. Meint das hier Heuschrecken. Noch irgendwie Insekten? Käfer? Kein Insekt. Aber nicht wirklich Insekten. Na, da bin ich nicht so sicher. Hier, die Spinneneier, genau. Habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Und die letzte. Oh, das ging diesmal eigentlich ziemlich schnell, finde ich. Ausgeflippte Essen-Kombo. Mit drei. Warum kommt dann immer noch eine Sache, die kein Mensch verstehen soll? Sowas letztes Mal mit dem Dino mit. Was soll man denn da verstehen? Sie wissen, dass es um Essen ging. Wir wissen, dass es um Essen geht. Wir kaufen da gerade nicht ganz alles Essen hier. So. Das ist ein Käfer. Irgendwas wird davon schon stimmen. Ach das. Ja, okay. So. Wir kaufen uns einfach das ganze Essen, was wir jetzt hier haben. So, hier. Essen. Nix essen. Marshmallows. Ich weiß nicht, Trockeneis nehme ich lieber mal nicht. Also ein bisschen Würstchen. Sushi. Kaffee. Das Zeug. Die Soße nicht, ich weiß nicht, das hat so ein komisches Zeug gemacht. Und noch ein paar Pilze nicht oben drauf, weil wir das nicht brauchen. Noch was zum Essen. Na, das Toast. Ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass das Toast da was dazu beiträgt. Mann! Geh weg hier! Hallo, geh weg, hab ich gesagt. So, legen wir erst nochmal hin. Komm noch einen Toast. Ja, nee, der macht ja kein Essen. Egal, so. Fertig und. Fertig und fertig. Toaster. Kaffee und Wein oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. So. Was ist hier oben drauf? Ja, eine Spinne, ich hab sie genau gesehen. Sushi. Los. So, mach mir Sushi und mach mir Sushi. Und zünden. Ja, okay. Das ganze Zeug hier umsonst gekauft, egal. So, das war der nächste Katalog. Dann können wir uns überhaupt den nächsten Katalog kaufen. Ich bin dann schon wieder aufgelehnt. Oh, doch, können wir gerade zu kaufen. Und dann bis zum Ego-Shopper-Katalog.